schön am Auto, dass ich hier wirklich überall durchfahren kann. Ja. Bergab ist bergab. Ja. Der ist wahrscheinlich immer noch hinter uns hier. Ups, sorry. Zahlt die Versicherung. Scheiße. So, und jetzt? Ich fahr dann mal hier durch. Okay. Was soll ich jetzt machen? Na, links fahren. Was für eine Treppe? Ach, die da. Nee, bestimmt nicht. Ja, in dieser Stadt können wir uns nie wieder blicken lassen. Das stimmt. Ist über länger. Wow, wow, Porti. Wow. Echt jetzt? Das ist ein Geländewagen. Fahr rum. Ich fahr ja schon rum. Ups. Ich wollte nicht aufgegabelt werden hier. Oder angebaggert. Na toll, er ist dran vorbeigekommen. Oh Gott. Dass das Auto das alles aushält, ne? In jedem anderen Spiel wäre das Auto schon fünfmal explodiert. Noch weiter bergab? Sind wir nicht schon mal langsam da? Oh. Ist das nicht der Turm? Wir sind fast da. Alter, Ausschau nach Sam. Hey, ich glaube, da ist er. Da drüben. Auf dem Motorrad. Festhalten. Was denkst du, was ich hier mache? Komm, okay. Keine Ahnung. Folge einfach diesen Konvoider. Eine gute Idee. Mann, Mann. Haben Sie langsam genug Schläger auf uns gehetzt? Ja, wir leben noch. Also, wohl noch nicht. Hui! Na Mist, wir können immer noch nicht mit der Straße aufschließen. Da ist nirgendwo eine Auffahrt, wo wir mal rauffahren können. Well. Weißt du, wie wir selber reichen? Noch nicht, aber die Straße ist leicht zu Ende, Kleiner. Ich weiß, ich weiß. Wir arbeiten dran. Ja. Hier, denk du mal. Was? Bin ich durchgedreht? Ja, wahrscheinlich. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, was er hier alles macht. Mir fehlen die Worte. Achso, ich muss hier hochklettern. Ach so, sag das doch. Sag das doch. Wow. Okay, ich hätte schaukeln müssen. Gut. Wow, wow, okay. Tipp, nicht an Wände kommen. Außer sie fallen auseinander. So, hochklettern, hochklettern, hochklettern. So. Okay. Wow. Ja, ja, ja. Kacke. Wow. Alter, das hätte uns sowas von töten können. So, noch ein Auto hinüber. Der ist auch weg. Da noch so ein Motorrad weg. Ups. So, nu? Und nu? Lade nach. Kann ich mich da ranklettern hier, damit ich da hochkomme? Das sieht gut aus.
Okay. Okay, überredet. So, der ist weg. Das heißt, wir können da rüberspringen. Wir gehen hier ein bisschen in Deckung. Wow. Dann zwei auf einem. Was? Was macht denn jetzt die Leiche hier? So eine Kacke. Sehr gut. Die arme Leiche. Was? Noch mehr? Ich hab es hackt. Wow. So langsam könnte der ruhig mal anhalten, weil er merkt so, hey. Bringt eh nix. Ja, komm. Was, wo? Ach, da. Oh Gott. Unser Auto überhitzt aber auch ganz schön. Was tue ich denn jetzt? Jetzt, wo mein LKW so brennt. Ich kann schon kaum noch was sehen hier. Ja, das war jetzt klar. Aber ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass ich jetzt irgendwie hätte runtergekonnt. Was nichts heißen muss, ich weiß. So. Ah, okay, ich kann auf das Fahrzeug drauf. Okay. Guten Tag. Hi. Hi. Na, bist du öfter hier? Was das? Nette Hupe. Dafür, dass wir vorhin noch, ne, ganz vorne auf dem Laster waren, sind wir jetzt irgendwie ein bisschen abgeschlagen von der ganzen Geschichte. Einmal daran. Ups. Oh, shit, shit, shit. Habe ich hier eine Wumme mit unendlich Munition drauf oder was? Ja, das kann man natürlich öfter machen. Okay, sie ist leer. Das war's, sie ist leer. So wie zum Thema unendliche Munition. Wäre auch zu schön. So, komm, hoch da. So. Kann ich hier nicht irgendwie rauf? Doch, kann ich. Und wenn ich hier voll im Blick der anderen bin, aber egal. Mist. Okay. Haben wir es jetzt? Nein, da sind noch mehr. Ups. Wow. Einer nach dem nächsten hier. Alter, jetzt ist gut da. Das sag ich doch. So, irgendwie muss ich jetzt gleich hier wieder das Auto wechseln. So. So wird ein Schuh draus. Wow. Genau, einfach Motorräder rammen. Gute Idee. Auto wins immer. Gefühlt. Und fliegen einfach die Reifen. Hui!
Das war mal eine Hütte. Alter, was willst du denn jetzt? Wow, shit. Ich verliere. Wir sind jetzt schon viel zu weit weg. Ich bin ja schon dabei. Die fahren jetzt netterweise ein bisschen langsamer. Was? Hey, Brüderchen! Wow. Komm her! Versuch's! Okay, okay! Spring rein! Sam, spring in das verdammte Auto! Ich bin schneller! Diskutier nicht rum! Vorsicht! Verdammt! Er war schneller. Oder ist er immer noch schneller? Oh shit. Wir müssen hier irgendwie raus. Bevor hier alles in die Luft fliegt. Weil, wie wir schon gesehen haben, die Autos fliegen relativ schnell in die Luft. Aha. So. Was soll ich jetzt tun? Da. Guten Tag. Nummer 1, Nummer 2. Und jetzt weg vom Auto. Schnappt ihr ein bisschen aus dem Motorrad. Ach du Kacke. Ich komme ja schon. Was ist das? Wie soll mir das jetzt helfen? Gegen so gepanzerten Wagen. Oh shit. Okay, also ich muss wirklich ballern. Es war schon so gewollt, mehr oder weniger. Ich schieße doch. Ich kann nicht mehr als schießen, okay? Wow. So ein Auto will ich mal bei Mario Kart tun. Mit dem gewinne ich dann vielleicht auch. Und kann an sämtlichen Hindernissen vorbeifahren. Oh shit. Woohoo! Heilige Scheiße. Alles klar? Ja. Hey. Verschwinden wir. Nicht mit einer Waffe zuwinken. Nicht so eine tolle Idee. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus Quod Licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay.
Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Ja, gab es. Komm schon, warte. Elena, warte. Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Oh Mann. Hey. Hey, was machst du? Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich habe Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komme schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Ja,
Nathan will immer das Abenteuer. Auf See. Also nicht das Abenteuer auf See, aber... Nein, du weißt was. Hey Nathan! Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Ja. Kleines aus großen Ursprüngen. Oder umgekehrt. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Hätte sie nicht anlügen sollen. Mit ihr darüber reden. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Gut, jetzt haben wir halt auch schon, ne? Das Boot aus der Anfangssequenz quasi. Immerhin ist da eine Insel, stimmt? Immerhin ist da eine Insel. Suche nach irgendwas Menschengemachtes. Meist von Piraten gemacht. Klar. Piraten sind auch Menschen. Diskriminier mal nicht die Piraten, ja? Naja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas wie eine kleine Hütte am Strand. Voll mit Gold. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, ist etwas. Libertalia tatsächlich zu bauen. Ja. Hey, was, wenn er wirklich pleite war? Sollten uns beide lieber ein Versteck suchen. Mhm.